Ich freue mich jetzt, dass wir zu einer Kategorie kommen, bester Moderator und beste Moderatorin. Und da finde ich das Tolle, es ist wirklich die Fantasie, die man beim Radio hat. Ich zum Beispiel habe einen Lieblingsmoderator, das ist der Jochen Truus. Ich sage es jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ja? Ich habe noch nie gesehen, wie er aussieht. Aber wenn ich seine Stimme höre, dann spielt sich in meinem Kopf was ab. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich sehe diesen baumgroßen Mann vor mir. Ein Schwede stelle ich mir vor. Basketballer. Der steht morgens auf, dann trinkt er 2 Liter Milch auf Ex. Dann geht er mit dem Milchrand um den Mund raus, reißt ein paar Bäume aus. Ja? Und dann fährt er wahrscheinlich mit dem Rennrad in den Sender. Freunde, das möchte ich einfach, ich möchte das im Kopf haben, wenn ich auch einen Truus höre und gar nichts anderes. Deswegen zeigt ihn mir jetzt bitte nicht. Wir haben eine Laudatorin. Ich habe ihn gesehen. Und es ist alles wahr, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben eine Superlaudatorin für diese Kategorie gewinnen können. Sie ist in der Top 10 der Schauspielerriege angekommen.